Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In der nächsten Woche starten ja bereits schon die ganzen neuen Cups und morgen beginnt es ja direkt schon mit dem neuen Friday Night Cup. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr am besten für die ganzen Cups trainieren könnt. Dafür werde ich mich in diesem Video hauptsächlich auf den Arena-Modus fokussieren. Also wie ihr damit am besten und am schnellsten trainieren könnt, wie ihr möglichst viel Motivation dafür bekommt, eben halt dort wirklich konzentriert eben halt auch zu trainieren, damit ihr am Ende einfach möglichst effektiv bei eurem Training seid. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr auf diesen Kanal verpassen wollt, lasst gerne hier ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich meinen Creator-Code TheAlCraft gerne im Itemshop ein. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem ersten Thema, und zwar wie man überhaupt möglichst effektiv und möglichst gut eben halt im Arena-Modus spielt. Und dafür sollte man im Generellen erstmal wirklich sehr, sehr stark aufs W-Keen gehen. Trotzdem muss man jetzt noch unterschiedliche Bereiche unterscheiden, denn man kann natürlich von vorne bis hinten in der ganzen Runde eben mal W-Keen. Aus meiner Erfahrung heraus bringt das aber nicht so wirklich viel, insbesondere eben halt, wenn man allein schon im Early Game sehr, sehr krass damit beginnt zu W-Keen, also eben halt in Orten wie Salty Towers landet, wo eben halt 10, 20 andere Spieler mitlanden. Da hat man sehr, sehr viele Runden, wo man sehr, sehr easy Early Game stirbt, weil man eben halt meistens nicht der beste Spieler ist und es dann halt nicht schafft, eben halt 1v3s teilweise zu machen, weil man eben halt sehr, sehr schnell in diesen Early Games eben halt gethirdpartied werden kann. Und deshalb ist es aus meiner Erfahrung tatsächlich besser, wenn man etwas defensiver landet, möglichst zentral dann einfach generell auf der Map ist und von dort aus dann sehr, sehr schnell im Midgame dann eben halt W-Keen kann, beziehungsweise eine Minute nachdem die Runde gestartet ist, nachdem man gelandet ist, dass man da schon beginnt zu W-Keen. Und dann kann man nämlich auch relativ leicht solche Orte, sogar wie Salty Towers, Pleasant Park oder ähnliches, eben halt W-Keen, wo man eben halt schon guten Loot hat, consistent eben halt die ganzen Early Games überlebt, wodurch dann einfach mehr Skill insgesamt dafür braucht, um die Fights zu beenden und es eben halt nicht so viel darum geht, eben halt, was man aus den ersten zwei oder drei Chests vielleicht bekommt. Ein ganz guter Spot dafür ist zum Beispiel die Tankstelle, die sich neben Dusty, also unterm Kolosseum da befindet, beim Mandalorian-Schiff. Dort kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut landen. Dort landen manchmal ein bis zwei Gegner direkt auf dem Schiff rauf, manchmal landet einer in Dusty. Aber meistens habt ihr eben halt wirklich sehr, sehr freien Spotter direkt bei der Tankstelle, könnt easy eigentlich looten. Und vor allem, wenn ihr wisst, wo die Kisten sind und ihr da ein bisschen euren Job gemacht habt, dann werdet ihr eigentlich in der Regel zu fast 99% das Early Game gewinnen, weil die Gegner halt einfach später landen. Und wenn ihr eben halt einfach da euch ein bisschen aufs Aim konzentriert, dann habt ihr eigentlich locker da auch immer die Gegner, weil im Prinzip keiner da Instant Mats hat und ihr eben halt, wie gesagt, die Gegner euch sehr, sehr leicht bekommen könnt. Die können sich dort auch nirgends verstecken, was auch sehr, sehr praktisch ist, und dadurch wastet ihr eben halt vor allen Dingen auch keine Zeit erstmal. Wenn dann aber halt mit diesem ersten Fight vielleicht da direkt bei eurem Ort durch seid oder mit dem ganzen Looten an dem Ort durch seid, dann geht eben halt nicht in einen anderen Ort irgendwie und versucht dort noch weiter zu looten, sondern W-Key direkt zu den nächsten Orten. Im Beispiel von der Tankstelle wäre das zum Beispiel häufig, dass man von der Tankstelle nach Dusty rüber geht, dort ist häufig ein Gegner und danach geht es eigentlich immer nach Norden zum Kolosseum, beziehungsweise ein bisschen in Richtung Zero Point Mitte da, in diesem kleinen Tal drin. Dort sind eigentlich immer Gegner. Wenn man da einfach so ungefähre Position hat, wo vielleicht Gegner sein könnten, dann kann man da instant hinpushen und kann wirklich da so eine Loot-Route abgehen, einmal nach Salty Towers rüber, dort einmal noch die restlichen 2-3 Spieler clearen, die dort eben halt vorher gefightet haben. Das kann man alles sehr, sehr easy machen. Man hat eben halt in der Regel relativ consistent Loot, eben halt consistent guten Loot in diesen Runden, wenn man halt nicht instant immer im kompletten stackten Early Game ist. Dadurch, dass man sich auch in der Mitte positioned hat, muss man dann auch meistens nicht wirklich weit rotieren, deshalb sind solche Spots zum Beispiel wie Catty eben halt nicht ganz so gut, weil man davon sehr, sehr weite Rotations hat eben halt und dadurch sehr, sehr viel Zeit gewastet wird. Aber wenn man eben halt in der Mitte da in der Sandregion landet, dann hat man eben halt meist relativ kurze Rotation, sonst kann er im Prinzip immer rumlaufen. Und wenn der Zone dann irgendwo weiter nördlich ist, dann ist sie meistens immer noch in der Wüstenregion. Und das heißt, man kann sich im Prinzip die ganze Runde wirklich da die ganzen 20 Minuten oder so in der Wüstenregion aufhalten und kann da eben halt mit sehr, sehr kurzen Abständen sehr, sehr viele Kills holen, geht sehr, sehr viele Fights ein und man hat eben halt vor allen Dingen im Midgame eben halt deutlich anspruchsvollere Fights als im Early Game. Generell finde ich, Midgame Fights sind die, die einen am meisten trainieren, und dadurch, dass ihr halt immer nicht im Creative irgendwie dafür trainiert, sondern in Arena seid, habt ihr jedes Mal unterschiedliche Conditions, ihr habt unterschiedliche Gegner, komplett unterschiedliche Spielstile und lernt dadurch einfach eine Variety von Gegnern kennen. Wenn ihr jetzt aber einmal sterben solltet, was meistens dann eben halt irgendwann passiert, also man holt ja nicht jede Runde einfach einen Sieg so in den Runden, sondern dann nach 5 Kills oder so ist es dann auch häufig mal vorbei, dass man dann einfach irgendwie gegen Gegner stirbt, dann solltet ihr eben halt nicht
nicht direkt einfach in die nächste Runde reingehen, beziehungsweise euch auf jeden Fall ein bisschen, zumindest einen Gedanken darüber machen, warum ihr gestorben seid, was ihr hättet immer besser machen können. Und generell, auch wenn ihr Gegner gekillt habt, aber es vielleicht ein bisschen knapp war, dann überlegt euch dort auch nochmal, was hättet ihr besser machen können. Hättet ihr da vielleicht besseres Aim haben müssen? Wenn ihr das eben mal daraus findet, dann könnt ihr das beim nächsten Mal, wenn ihr im Creative Mode drin seid und eben halt gerade nicht Arena spielt, dann könnt ihr euch eben halt genau auf die Sachen, die euch eben halt vorher aufgefallen sind, auf die könnt ihr dann eben halt im Creative Mode darauf achten. Dadurch könnt ihr dann zum Beispiel genauer aufs Aim achten, vor allen Dingen aufs Boxfight Aim beispielsweise achten und könnt dadurch eben halt nochmal eure Schwachstellen deutlich besser trainieren. Das Problem dabei ist aber häufig, dass man natürlich das ein oder andere Mal immer wieder stirbt und eben halt wirklich Arena jetzt nicht so eine große Motivation von sich ausbringt, weil Arena-Punkte an sich eben halt kaum etwas bringen und deshalb ist es häufig relativ schwierig, sich dazu zu motivieren, eben halt viel Arena zu spielen und dafür werde ich euch jetzt mal ein paar Tipps zeigen, wie ihr euch eben halt dafür motivieren könnt. Als erstes sollten euch einmal die Arena-Punkte komplett egal sein, also ihr solltet nicht versuchen, einfach auf Arena-Punkte zu sweaten, irgendwie dort höher zu kommen, sondern ihr müsst einfach versuchen, die Arena-Punkte komplett auszublenden und dann eher so etwas zu nehmen, wie viele Kills holt ihr in der Runde. Das solltet ihr euch als Motivation nehmen, dass ihr eben halt euch daran orientiert, wie ihr besser werdet. Wenn ihr zum Beispiel seht, an dem einen Tag habt ihr in insgesamt 10 Runden dann 10 Kills gemacht und dann habt ihr vielleicht am zweiten Tag schon in 10 Runden 20 Kills gemacht. Das solltet ihr immer deutlich eher als Motivation sehen. Also wie schnell ihr eben mal die Kills holt und wie viele Kills ihr in den ganzen Runden holt, das kann einen schon meistens sehr, sehr krass motivieren, damit man eben halt versucht, besser zu werden. Außerdem auch immer sehr, sehr praktisch, wenn man Freunde hat, mit denen man sich vergleichen kann, wenn man das dann zusammen wirklich grindet, am besten, wenn die gleichzeitig auch noch im Discord-Call chillen oder generell irgendwie im Call chillen, dann kann man meistens eben mal dadurch auch nochmal andere Motivations bekommen und es ist eben nicht ganz so eintönig, wenn man mal Zeiten hat, wo man auf keinen Gegner trifft, kann man ein bisschen mit denen einfach quatschen und dadurch wird das Ganze etwas entspannter. Ich mache das eben halt hauptsächlich entweder dadurch, dass welche im Call sitzen und ansonsten natürlich generell auch einfach durch Stream, wodurch ich eben halt auch immer Interaktion mit den Zuschauern habe und dadurch ist das Ganze auch ein bisschen mehr Motivation und deshalb kann ich das eigentlich sogar relativ gut immer spielen und mir fehlt da gar nicht so sehr die Motivation. Ansonsten nehmt Arena auch einfach nicht zu ernst und versucht eben halt ein bisschen eher einfach so Braindead zu spielen. Wenn es eben halt da mal nicht ganz so gut läuft, dann könnt ihr einfach Braindead spielen. Das ist auch eine Möglichkeit, solange ihr eben halt das nicht dauerhaft macht, dass ihr nicht dauerhaft am Braindead spielt. Aber wenn ihr mal eine Runde Braindead spielt, einfach einen Gegner komplett auf Joke-Basis einfach reinspringt in die Box. Vielleicht euren Controller, wenn ihr beispielsweise Controller und Keyboard spielen könnt, dann könnt ihr auch zwischendurch einfach mal eine Runde Controller spielen. Dadurch wird der Kopf einfach wieder frei und dadurch könnt ihr eben halt dann auch nochmal ein bisschen lustiger einfach an die ganze Sache rangehen und habt danach wieder ein bisschen mehr Motivation. Ihr müsst dort halt einfach wirklich versuchen, dass ihr eben halt Arena zu eurem Hauptpractice macht, das heißt nicht einfach dauerhaft nur im Creative sitzt oder so, dort immer wieder genau das gleiche wiederholt, sondern spielt einfach sehr, sehr viel Arena, dann werdet ihr in den Cups unglaublich viel besser werden und ich glaube, wenn ihr es eben halt wirklich durchzieht, jeden Tag mehrere Stunden Arena spielt, dann werdet ihr es auf jeden Fall auch schaffen können, gerade in den Cash Cups, in den Trio Cash Cups sehr, sehr gut spielen zu können. Und wenn wir auch schon direkt mal beim Thema Trio sind, dann ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, ob man jetzt Solo Arena oder Trio Arena spielt. Trio Arena ist meistens deutlich stackter als Solo Arena, das heißt, wenn man dauerhaft nur Trio Arena spielt, dann W-keyt man in der Regel auch nicht ganz so viel und vor allem, wenn man ein bisschen im Trio gebackpackt wird, dann bringt einem das meistens auch nicht so viel. Das heißt, man sollte, auch wenn man viel Trio Arena spielt, zwischendurch immer noch Solo Arena spielen und eben halt dann sich nicht sagen, wenn man 3 Stunden Trio Arena gespielt hat, die anderen 3 Stunden, die man immer Zeit hat, kommen dann nur Creative zu zocken, sondern davon dann mindestens irgendwie die Hälfte nochmal die 1,5 Stunden nehmen sollte, um Arena Solo zu sweaten, da eben halt Arena Solo wirklich der absolut W-Key-mäßigste Modus ist, den es überhaupt gibt und wie gesagt, Trio ist dann immer schon mal wieder was ganz anderes, dort werdet ihr wie gesagt gebackpackt manchmal und das Ganze, da habt ihr einfach eben halt eine deutlich größere Absicherung, dass ihr immer nicht instant sterbt und das bringt dann immer nicht unbedingt ganz so viel wie Solo Arena. Genauso kann es aber auch immer etwas bringen für die Motivation eben halt, wenn man eben halt ein Trio hat, vielleicht wenn es auch nicht das Main Trio ist oder wenn man mit einem Duo spielt, mit irgendjemandem, den man vielleicht früher als Mate hatte, wenn man da mal wieder die Möglichkeit hat, mit denen zu zocken, das bringt in der Regel auch sehr, sehr viel Spaß und da kann man dann auch nochmal andere Techniken lernen und wie gesagt, nehmt das ganze Arena-Thema einfach nicht so komplett ernst, sondern versucht das Ganze auch ein bisschen einfach mal ein bisschen mehr mit Fun ranzugehen, Arena zu spielen und dabei solltet ihr mal auf jeden Fall versuchen, nicht dauerhaft toxic zu werden, denn dadurch werdet ihr euch auf jeden Fall nicht verbessern. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesen Tipps ein bisschen
bisschen weiterhelfen. Wenn es so sein sollte, lasst hier gerne eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.